Hallo, willkommen bei Money, Finanzen kann jeder. Nach gut 4 Wochen will ich mich mal wieder melden, mal wieder ein Lebenszeichen von mir abgeben. Denn so wie ich das in dem letzten Video auch gesagt habe, bin ich aktuell eher im Wartemodus. Ja, warum hat sich das bis jetzt noch nicht großartig geändert? Darauf will ich einmal kurz eingehen. Denn es gibt natürlich Gründe, warum ich mich momentan zurückhalte. Wenn man sich den Markt anschaut, sehen wir, dass wir seit Ende Oktober 2023 eigentlich nur noch einen Weg kennen, und zwar nach oben. Seit unglaublichen 4 Monaten haben wir eigentlich nur noch steigende Kurse. Und wenn man sich mal die Veränderungen anschaut bei den großen Indizes, dann ist das beachtlich, was wir in den letzten Monaten für Schritte nach oben gemacht haben. Der Nasdaq ist seit Ende Oktober mittlerweile gut 29% angestiegen. S&P 500 24% und auch der, ja, ich sag mal, erträge DAX konnte in den letzten 4 Monaten gut 21% zulegen. Naja, und wenn die großen Indizes solche Sprünge machen, dann treibt mich das natürlich nicht groß in die Märkte rein. Ja, und wenn man sich andere Sachen anschaut, wie zum Beispiel den oder das Bollinger Band vom S&P 500, ja, dann drängt es einen auch nicht dazu, auf den Kaufbutton zu drücken. Denn ja, wir befinden uns momentan an der Oberseite und teilweise auch mal drüber über dem Bollinger Band. Und das ist nicht gerade ein Zeichen für Kaufen. Und auch der RSI spricht jetzt momentan nicht dafür, dass man ja groß auf Aktienjagd gehen sollte. Denn auch hier haben wir ja eher ein Bild, was für eine Korrektur spricht. Der S&P 500 ist dann auch noch aktuell gut 10% über der 200er Tageslinie. Und das ist schon ein beachtlicher Abstand. Und wenn man sich historisch mal ja, die Indizes anschaut und die Charts, dann sieht man auch, dass wir eigentlich bei einem so großen Abstand vom aktuellen Kurs zur 200-Tage-Linie eigentlich ja oftmals ein Zurücklaufen sehen. Ja, und das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gemacht und dementsprechend rechne ich weiterhin damit, dass wir irgendwann mal jetzt keinen Crash erleben, ne? Vielleicht auch keine ordentliche Korrektur, die mal irgendwo in den Bereich 10-15% geht, aber wenigstens mal so eine leicht korrektive Phase von vielleicht 5-8%. Und das wird dem Markt und den Aktien auch wirklich gut tun, wenn wir mal ein leichtes Durchschnaufen mal erleben würden. Haben wir aber bis jetzt noch nicht gehabt. Und deswegen bin ich natürlich momentan vorsichtig. Und wenn man sich alles anschaut, muss man wirklich sagen, dass der Markt momentan absolut überkauft ist. Wir haben ja kaum noch jemanden, der ansatzweise bärisch ist. Alle, die man so hört, sind eigentlich recht optimistisch auch für den weiteren Fortgang des Jahres. Und das ist für mich dann auch immer so ein Zeichen, wo ich sage, Markus, sei mal ein bisschen vorsichtiger. Wenn alle so euphorisch sind, dann könnte auch mal das Gegenteil passieren. Tja, und dann gibt es natürlich noch andere Indikatoren, die man sich anschaut und wo man dann auch ein bisschen vorsichtiger wird, wie zum Beispiel den Fear and Greed Index. Der befindet sich nämlich jetzt auch schon seit Wochen im extremen Gear-Modus. Und das ist dann auch meistens ein Zeichen dafür, dass man nicht jetzt euphorisch in die Märkte einsteigen soll. Und tja, ein weiteres Warnzeichen, was bei mir auch immer die Alarmglocken schillen lässt, ist einfach mal der Blick bei den Insidern rein. Und wenn man sich die Insider-Verkäufe anschaut, bei den großen, vor allem jetzt auch Big-Tech-Aktien, die sehr gut gelaufen sind, muss man wirklich sagen, die Insider gehen nicht rein. Also die Insider kaufen aktuell nicht, sondern die gehen eher massiv aus ihren Aktien raus. Also die, ja, ich sag mal, die Verkaufsorder im Insiderhandel sind in den letzten Wochen auch, ja, ich sag mal, extrem angewachsen. Und das ist für mich dann auch kein Zeichen, wenn die Insider rausgehen, ja, dass ich hier den Startschuss erhalte, um in die Aktien reinzustürmen. Ja, und das sind alles, ja, ich sag mal, Sachen, die mich momentan ja nachdenklich machen. Und wo ich durchaus lieber ja, vorsichtig agiere und nicht jetzt hier wie ein wilder Stier vorgehe, um meine Käufe zu tätigen. Ja, man hatte genügend Zeit in den letzten 2,5 Jahren, seitdem ich das Depot auferlegt hatte, Käufe zu tätigen. Das habe ich ja auch, ich sag mal, ordentlich gemacht in den letzten 2,5 Jahren. Aber in so einer Phase, wie wir jetzt sind, mit dem ganzen, ich sag mal, Warnzeichen, die irgendwo am Horizont erklingen, egal ob das die starken Anstiege sind, die ja, ich sag mal, die Warnzeichen bei den Insider-Verkäufen oder halt der Abstand von den 200-Tage-Linien. Ja, das bringt mich halt dazu, eher defensiv zu sein und auch weiterhin zu bleiben. Ich habe ja durchaus, ja, ich sag mal, gehofft, dass die Saisonalität
jetzt im Februar ein bisschen Druck auf die Aktien, auf die Märkte bringt. Tja, und eins müssen wir auch sagen, das ist nicht geschehen. Ne? Also auch im Februar, der normal traditionell eher ein schwacher Börsenmonat ist, haben wir wieder starke Anstiege gesehen und auch wirklich keine große Schwäche. Was auch noch, ich sag mal, extrem auffällt, ist die aktuelle sehr starke Volatilität bei den Einzelaktien. Wenn man sieht, wie die Aktien vor allem nach den Zahlen reagieren, also nach oben oder nach unten, dann muss man auch sagen, das ist jetzt nicht wirklich die normale Vorgehensweise an der Börse. Ja, wir haben teilweise gute Zahlen mit guten Ausblicken, dann sehen wir teilweise aber auch, dass die Aktien leicht Druck bekommen. Dann haben wir andersrum schlechtere Zahlen oder zumindest Zahlen, die jetzt nicht unbedingt den Erwartungen entsprochen haben oder auch schlechtere Aussichten und plötzlich schießen die Aktien 10-20% nach oben. Und gerade in den letzten 2-3 Wochen ist mir wirklich auch aufgefallen, was für eine Volatilität in den Aktien selber drin ist. Ja, wir haben ganz, ganz viele Firmen, die wirklich um 10-30% nach oben, aber auch nach unten fallen. Und das ist dann halt schwer kalkulierbar für einen, der jetzt anlegen möchte, wann er in diese Aktien reingeht, wenn dann doch, ich sag mal, innerhalb von kurzer Zeit solche Kursänderungen halt vonstatten gehen. Und das ist mir alles momentan ein bisschen zu frickelig, um hier wirklich große Positionen oder neue Positionen einzugehen. Klar, bei den Positionen in meinem Depot, da agiere ich natürlich, da passe ich auch an, optimiere ein bisschen. Aber neue Positionen, das ist für mich momentan nicht der richtige Zeitpunkt. Und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen oder bin ich weiter vorsichtig unterwegs. Das ist ja jetzt nicht nur jetzt aufgetreten, sondern die Vorsicht ist ja bei mir schon seit einigen Wochen der Fall. Dieses vorsichtige Vorgehen und daran halte ich momentan auch weiter fest. Na, vor allem, wir haben jetzt die Quartalsberichtssaison, die jetzt langsam ausläuft. Die, wichtigsten Firmen haben ja eigentlich jetzt gemeldet. Und es könnte natürlich jetzt auch von der Quartalsberichtsseite ein bisschen weniger Impulse geben und die Euphorie vielleicht auch mal ein bisschen ausklingt oder durch fehlende neue Quartalszahlen bei den großen Werten, dass mal ein bisschen ruhiger wird, dass vielleicht andere Sachen wieder in den Fokus kommen und dass dann die Märkte auch mal wieder ein bisschen anders reagieren wie jetzt. Aber momentan ist es ja wirklich so, Unternehmen, die mal ein bisschen mit KI zu tun haben, die rennen ja nur noch nach oben und egal, ob dann halt, die Zahlen wirklich bombastisch sind oder grottenschlecht, sobald gesagt wird, wir sind jetzt auch im Bereich KI drin, da ist ja sofort Euphorie vorhanden und dann springen die Aktien ja teilweise riesige Sätze nach oben. Ist auf jeden Fall alles für mich ein bisschen nicht mehr nachvollziehbar. Teilweise auch die Bewertung von Aktien, von bestimmten Aktien, sind auch nicht mehr für mich, der ja sehr stark auf die fundamentale Seite achtet, nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Und deswegen ist es für mich momentan nicht einfach, hier irgendwo einzusteigen. Man muss auch mit jetzt bedenken, wir kommen jetzt auch langsam in einer Phase wieder rein, die eher als schwächere Börsenjahreshälfte bezeichnet werden kann. Ich sage nur Thema Sell in May and go away, but remember to come back im September. Und ich gehe jetzt persönlich davon aus, dass es durchaus noch 1-2 Monate vielleicht nach oben gehen kann, wenn halt die Euphorie weiter anhält und dass wir dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte mal so eine Korrekturphase erleben von vielleicht 5, 6, 7, 8%. Und das wäre dann halt für mich der Zeitpunkt, wo ich dann weiter, wieder auf Aktiensuche gehe, vor allem auf neue Aktien, die ich dann natürlich auch analysiere und dann auch dann halt als Trading-Position in mein Depot reinhaue. Jetzt aktuell, wie gesagt, die eher schwächere Jahreshälfte zwischen April und September steht jetzt vor der Tür. Wir sind sehr, 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 sehr stark gelaufen und dementsprechend, was soll ich jetzt im Vorfeld da schon großartig investieren und das letzte Pulver, was ich am Rand halte, investieren, um dann halt die Handlungsunfähigkeit zu erlangen, die ich dann anschließend nicht wirklich für mich nutzen kann, wenn mal wirklich jetzt eine Korrektur kommen sollte. Daher bleibe ich weiter vorsichtig unterwegs. Und dementsprechend halte ich mich auch zurück. Betrachten muss man natürlich auch noch andere Themen, wie zum Beispiel das Thema Zinsen. Und man muss auch wirklich sagen, von diesen euphorischen 7 Zinssenkungen, die eigentlich kommen sollten, eventuell in diesem Jahr, ist mittlerweile jetzt nur 3 Zinssenkungen übrig geblieben, von denen es momentan ausgegangen wird. Und
Ja, an den Aktienmärkten sieht man das nicht. Ne? Obwohl doch so einige Zinssenkungen weniger wahrscheinlich kommen, sind die Märkte nur in eine Richtung unterwegs, nach oben. Und das passt auch nicht wirklich so zusammen. Zusätzlich kommt natürlich auch noch das Thema auf, dass ganz viele Indikatoren auch zeigen, dass die Inflation auch nicht besiegt ist. Und dementsprechend, man weiß auch nicht genau, wie die Zentralbanken agieren und ob das jetzt auch wirklich bei den drei bleibt und ob die wirklich kommen oder mehr oder weniger. Das steht ja alles in den Sternen. Und momentan wird die erste Euphorie, die damals aufkam, als es noch hieß, es könnten 7 Zinssenkungen kommen, die ist ja mittlerweile verflogen, aber die Märkte sind trotzdem stark unterwegs. Und dementsprechend könnte auch natürlich von der Zinsseite noch irgendwann mal ein bisschen Druck auf die Märkte wieder kommen. Naja, wir werden sehen. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt nicht großartig agieren, wenn wir die Gesamtkonstellation sehen mit Zinsthema, mit teilweise den Ausblicken bei den Firmen, mit dem aktuell heiß gelaufenen Märkten und dementsprechend, das sind für mich keine Gegebenheiten, um wirklich hier groß Aktionen zu zeigen. Ja, da bleibe ich lieber ruhig, warte ab, schaue mir mein Depot an, versuche dort dann halt meine Veränderung zu machen, meine Optimierung zu machen, da die Position vielleicht ein bisschen stärker zu investieren, die jetzt hinterher hinken, oder da mal ein paar Gewinne mitnehme, wo die Aktien extrem gut gelaufen sind in kurzer Zeit. Und so agiere ich aktuell. Und so möchte ich auch weiter agieren und dementsprechend ist das natürlich der Grund auch, warum ich hier jetzt weniger Videos mache, weil ich momentan auch schwer finde, Aktien fundamental wirklich zu analysieren und für mich gute Einstiege zu finden. Wenn ich anschließend sehe, wie die Aktien dann halt bei kleinsten Nachrichten oder bei Vermelden der Zahlen der aktuellen hin und her springen, hoch und runter rasen. Und mit der fundamentalen Betrachtungsweise kommt man in der aktuellen Marktphase auch nicht wirklich weit. So, was wollte ich noch erzählen? Soweit war es eigentlich gewesen. Nur so als Erklärung, warum ich halt jetzt hier nicht so euphorisch unterwegs bin. Und das müsste dann eigentlich auch reichen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns auch mal kurz mein Depot an, wie es so in den letzten Wochen gelaufen ist, wo ich halt nicht so viele Aktivitäten gemacht habe. Es ist auf Tagesbasis jetzt vom Freitag. Ich mache jetzt die Aufnahme am Freitagabend. Hat sich nicht viel getan, läuft eher seitlich, auch auf Wochensicht. Man sieht, da ist keine große Schwankung jetzt drin bei mir im Depot. Leichtes Plus von 0,37% auf Wochensicht. Auf Monatssicht, leichtes Plus von 1,27%. Und ansonsten ist mein Depot weiterhin stabil und positiv unterwegs. Ja, nicht so dynamisch wie jetzt ein Nasdaq 100. Aber das ist ja auch ganz klar, weil ein Nasdaq wird natürlich getrieben durch die Big Tech Aktien. Und wenn man die halt nicht massiv im Depot hat, dann ist es natürlich schwer, da der Performance eines Nasdaqs zum Beispiel, zu schaffen, beziehungsweise in dieser Region vorzustoßen. Mein Depot ist natürlich auch anders aufgelegt. Es soll auch einen defensiven Charakter haben. Es ist dividendenlastig. Ich bin breit aufgestellt über die Branchen und dementsprechend habe ich natürlich jetzt auch Branchen in meinem Depot, die momentan nicht so laufen oder nicht dem Hype der KI-Thematik und der Euphorie im Tech-Sektor hinterherläuft oder beziehungsweise nicht so läuft wie diese Segmente. Und dementsprechend ist mein Depot positiv unterwegs, aber nicht ganz so dynamisch. Vorteil ist natürlich dann anschließend, sollte mal es zu einer Korrektur kommen, dürfte natürlich mein Depot nicht so ganz stark leiden wie zum Beispiel Aktien, die jetzt 30-40% nach oben geschnellt sind. Und dementsprechend ist es natürlich auch die Ruhe, die ich mir insgesamt auch wünsche in meinem Depot, dass ich dann, natürlich bei Hype-Themen nicht so dynamisch mit nach oben laufe, aber natürlich auch dann in Krisen und Crashs mich relativ stabil halte. Und das habe ich auch die letzten 2,5 Jahre so in meinem Depot gesehen. Und die positive Entwicklung ist ja da. Und ich gehe davon aus, dass wenn jetzt mal irgendwann auch mal eine kleinere Korrektur kommt oder eine Konsolidierung, dass dann eventuell auch positive Effekte in meinem Depot entstehen durch zum Beispiel das Umschichten in Segmenten, das Umschichten in defensive Werte, die aktuell nicht so gelaufen sind und dadurch mein Depot nicht so stark belastet wird oder vielleicht auch eine vielleicht positivere Tendenz hat, wenn man wirklich die Märkte vielleicht auch getrieben halt durch den Tech-Sektor, der mal durchschnaufen muss, dann nach unten geht. Aber wir werden es sehen. Ich bin aktuell auf jeden Fall
die mit der eindeutigen Aufwärtsrichtung meines Depots ganz zufrieden und dementsprechend beschwere ich mich auch gar nicht, dass ich jetzt, ich sag mal, den Hype des Marktes nicht ganz so hinterherlaufe. Gehen wir mal die Position einmal durch. Ich scroll ja immer einmal durch die Liste, damit man sieht, wie die einzelnen Positionen momentan dastehen. Rechts seht ihr die prozentuale Veränderung seit meinem letzten Einstieg. Gibt jetzt auch nicht viele Positionen, wo ich ansatzweise was machen kann. Vor allem nicht im Bereich Nachkauf und Optimierung, weil es doch so einige Positionen gibt, die ordentlich im Plus sind. Und da lasse ich natürlich einfach nur laufen. Und ja, ich scroll mal einmal durch, damit das jetzt hier auch nicht alles so lange dauert. Aber ich zeige ja immer einmal das Depot, damit man das auch im Live-Modus mal sieht. So, wir sind jetzt auch gleich unten angekommen. Und dann würde ich sagen, wenn wir unten angekommen sind, und das sind wir jetzt auch, dann wechseln wir mal jetzt wirklich zum Datenblatt. Und dann erzähle ich mal, was ich in den letzten 4 Wochen in meinem Depot so getrieben habe. Ich habe natürlich zum Zeitpunkt meiner Datenübernahme auch die Indexstände mit übernommen. Man sieht auch, dass der DAX, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq, ja, ich sag mal, ein Hoch nach dem anderen wieder rausnehmen. Immer wieder werden neue Hochs erklommen. Und das kann auch durchaus so weitergehen. Also wir haben halt nun mal eine Börsenwelt, die permanent neue Hochs auch erreicht. Und dementsprechend wird natürlich oftmals ein Top nach dem anderen rausgenommen, bis dann halt irgendwann mal eine Konsolidierung oder ein Crash oder eine Krise kommt, wo dann die Märkte stärker absacken. Aber ansonsten kann ja durchaus über längere Zeitpunkte ja auch ein Hoch nach dem anderen geknackt werden. Denn nur so kann natürlich ein Markt insgesamt auch immer wachsen und immer stärker werden. Und aktuell sehen wir das ja seit doch einigen Wochen, dass die Indizes doch in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Hochs generieren. Ja, ansonsten, ich bin jetzt aktuell noch mit 44.964 Euro im Cash, habe aber allerdings auch so einiges in meinem Depot in den letzten 4 Wochen gemacht. Das zeige ich ja dann gleich auch. Meine aktuelle Performance vom angelegten Geld liegt bei gut 15,01%. Ich bin jetzt momentan bei einem Gesamtdepot inklusive Bargeld Bestand von 234.769 Euro. Anders ausgedrückt, ich bin real mit 24.769 Euro im Gewinn. Meine Verlustverrechnungstöpfe haben sich ein bisschen verändert im Vergleich zum letzten Depot-Update, weil ich halt durch Optimierungen, aber auch durch Verkäufe hier natürlich ein bisschen Bewegung drin hatte. Momentan habe ich nur noch einen Betrag drin von 12.203 Euro. Sprich, ich habe hier durch einen Steuervorteil von gut 3.417 Euro, wenn ich weitere Gewinne realisiere. Wenn jetzt irgendjemand was hier nicht versteht von meiner Erzählweise her, also zum Thema Steuersparnis, das Arbeiten mit Verlusttöpfen, warum ich mein Depot so breit aufbaue, wie ich mein Depot überhaupt aufbaue, was auch mit der Branchenaufteilung zu tun hat, mit der Aufteilung Aktien zu ETF-Anteil. Das ganze Bromborium, was ich erzähle, habe ich schon in Erklärvideos ausgiebig erklärt. Dementsprechend schaut euch die Videos an und dann dürften eigentlich auch alle Fragen geklärt sein oder geklärt werden. Nur für neue Zuschauer, ich habe hier keinen Freistellungsauftrag eingerichtet. Und ich mache hier auch keine Steuerersparnis durch die Optimierung, sondern nur eine Steuerverschiebung. Und ich zahle hier nur 1 Euro pro Trade. Dementsprechend kann ich auch sehr kleinteilig handeln. Dadurch, dass ich dann halt keine großen, Ordergebühren habe, ist das hier alles sehr schön machbar. Dann scrolle ich mal einmal schnell die Liste in einem gemächlichen Tempo runter, sodass ihr das nachvollziehen könnt, wie die einzelnen Positionen momentan dastehen. Das ist jetzt mein Aktienanteil in meinem selbst erstellten ETF, den ich jetzt hier habe mit den ganzen Einzelaktienpositionen, die ich durchaus auch im Volumen bearbeite. Also wenn sie in meinen Augen ein bisschen zu stark nach oben gelaufen sind, baue ich Bestände ab, mache Gewinnmitnahmen und baue sie dann zu tieferen Kursen wieder auf. Werdet ihr dann auch gleich sehen, denn das habe ich auch die letzten 4 Wochen ein paar Mal gemacht. So, hier kommt mein Trading-Bereich. Wie gesagt, hier bin ich immer noch nicht aktiv. Ich möchte jetzt erstmal irgendwo eine Beruhigung absehen des Marktes, ein kleines Zurücklaufen und dann werde ich natürlich zum einen noch die letzten 2, 3 Aktien suchen, die ich dann für mein Depot, für meinen selbst erstellten ETF noch benötige, aber danach anschließend auch dann vor allem den Trading-Bereich anfasse. Nur das möchte ich gerne starten in einer Marktphase, wo ich dann auch nach oben noch Potenzial sehe
und nicht nach einem viermonatigen, ja, ich sag mal, Run der Indizes um 20-30%, wo ich dann anfange mit oben Trading-Positionen mit zu ergattern, wenn ich doch damit persönlich rechne, dass wir eventuell mal eine Korrekturphase sehen. Also das wird alles noch kommen, wenn ich halt wieder ein bisschen aktiver hier werde. So, hier kommt dann mein ETF-Bereich, schön aufgeteilt in Branchen, Länder und Regionen, wo ich dann frei nach Lust und Laune investieren kann. Natürlich auch sehr, sehr viele dividendenlastige ETFs. Na, ich möchte ein schönes Cashflow generieren mit meinem Depot. Hier dann halt mit meinem Metallbereich, hier mein Anleiheanteil und hier mein Geldvernichtungsanteil, meine Short-Zertifikate, die natürlich in den letzten Wochen überhaupt nicht gut gelaufen sind. So, investiert habe ich in den letzten 4 Wochen. Ist natürlich jetzt ein bisschen mehr. Oder größer die Dimension, weil es halt wirklich 4 Wochen waren seit meinem letzten Depot-Update-Video. Investiert habe ich in diesem Zeitraum jetzt gut 5.209 Euro. Neue Positionen kamen jetzt nicht in meinem Depot, aber dafür habe ich 33 Positionen in meinem Depot bearbeitet. Ich habe durchaus auch mal Positionen, ja, ich sag mal, nachgekauft, bisschen vergrößert, obwohl keine neuen Schwächen reinkamen, wie zum Beispiel American Water Works, Aptiv, dann bei Bristol Myers Squibb, bei Cisco Systems, Expedia, Fresenius, Infineon, Orange, Panasonic, PayPal, Starbucks, Six, TUI, Global Infrastruktur, S&P, Global Dividend Aristocrats und so weiter. Ich lese jetzt nicht alles vor. Bei manchen Sachen war es natürlich so gewesen, dass ich hier, obwohl keine neue Schwäche reinkam, ich die Position vergrößert hatte, weil ich sie im Vorfeld halt auch mal verkleinert hatte. Das ist ein Thema Gewinnmitnahmen, wenn sie schön stark gelaufen sind. Und dann habe ich dann zum Beispiel jetzt hier bei einer Aptiv, damals habe ich zu 95,58 Euro verkauft. Naja, ich mache das, ich mache es mal so. Und jetzt habe ich dann halt zu 71,62 Euro wieder gekauft. Das gleiche auch bei Cisco Systems. Da habe ich damals bei 52,84 Euro verkauft. Jetzt bei 44,65 Euro wieder ein bisschen nachgekauft. Expedia 138,62 Euro verkauft. 124,42 Euro jetzt wieder gekauft. Und auch verkauft habe ich damals bei 28,83 Euro bei Fresenius. Jetzt bei 25,69 Euro habe ich den Bestand wieder ein bisschen erweitert. Infineon das gleiche, 36,95 Euro verkauft, jetzt 31,98 Euro gekauft. Wo haben wir jetzt noch was? RWE, auch noch so ein schönes Beispiel, wie man mit dem Volumen schön arbeiten kann. Verkauft habe ich bei 41,01 Euro. Jetzt habe ich wieder den Bestand aufgestockt bei 30,45 Euro. Und bei Starbucks habe ich bei 98,50 Euro verkauft, also Teilverkäufe gemacht. Sind ja alles Positionen, die ich nur im Volumen abgebaut habe, keine Komplettverkäufe. Und jetzt habe ich dann halt bei 86,30 Euro, also gut 12 Euro tiefer, wieder meinen Bestand erweitert. Und auch bei TUI habe ich damals bei 7,10 Euro verkauft, jetzt bei 6,15 Euro habe ich wieder den Bestand ein bisschen erhöht. Und bei Wheaton habe ich auch, ich sag mal, eine Optimierung bzw. einen Nachkauf jetzt wieder gemacht, weil ich damals zu 40,67 Euro verkauft habe und jetzt zu 36,20 Euro wieder gekauft habe. Man sieht, dass ich jetzt in den letzten Wochen insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 9 Mal die Gelegenheit hatte oder ja die Chance bekommen hatte, zu tieferen Kursen wieder meine Bestände aufzustocken. Und das ist ja das, was ich ja auch die letzten Monate oder Jahre auch schon erklärt hatte, dass ich meine Position durchaus, wenn ich meine, dass sie zu heiß gelaufen sind, reduziere, Gewinne mitnehme, natürlich steuerfrei wegen Steuertöpfen, dann meine Position auf einem Mindestbestand lasse. Und wenn dann halt die Chance sich ergibt, dass dann halt Positionen mal um 10 oder 20% nach unten laufen, dann gehe ich hin und baue die Position, weil ich sie ja durchaus auch für die langfristige Anlage plane. Dann baue ich sie halt wieder auf und erhoffe mir natürlich, dass ich dann hin und wieder mal ein paar kleine ein paar Swing-Trades machen kann, um halt irgendwo noch ein paar Euro extra rauszumachen. Ja, und das hat die letzten Wochen wunderbar geklappt. Wenn man sich die letzten Depot-Update-Videos anschaut, dann sieht man, dass ich das eigentlich permanent mache, zu tieferen Kursen wieder kaufe. Und auch jetzt in den letzten 4 Wochen hat das doch so einige Male geklappt. Ja, ansonsten habe ich natürlich dann hier bei Barrick Gold und Biontech und Carrefour und so weiter dann halt meine Bestände mit weiteren Aktien erweitert, als nämlich dann neue Tiefstände kamen. So ist ja meine normale Vorgehensweise, dass ich dann Bestände zu tieferen Kursen immer weiter aufbaue. Hier hatte ich dann die Gelegenheit gehabt,
Bei den anderen, wo ich jetzt nur die Nachkäufe gemacht habe, ist es ja dann passiert zu doch höheren Preisen. Aber dadurch, dass ich sie ja dann halt teurer verkauft habe, kann ich das natürlich zu tieferen Kursen, auch wenn ich keine neuen Tiefskurse gesehen habe, ja dann durchaus machen, weil ich ja schon durch meine Teilgewinnmitnahmen hier das erreicht habe, was ich ja wollte. Ja, und die Bestände möchte ich natürlich grundlegend ja auch größer haben und nicht so kleinteilig. Aber aktuell ist es halt eine Phase bei den hochstehenden Märkten, wo ich halt nicht euphorisch in den Markt reingehe und in die Position auch keine riesigen Bestände aufbaue, sondern ich sehe zu, dass ich erstmal mit klein arbeite und wenn dann halt wirklich der Markt rutscht, die Positionen rutschen, dann kann ich ja immer noch die Positionen in einem Maße aufbauen, wie ich es mir eigentlich ursprünglich wünsche. So, ich habe dann ja nicht nur diese 5.209 Euro ausgegeben, sondern auch ein bisschen Geld eingenommen. Ja, tut ja auch mal ganz gut, wenn man halt im Endeffekt nicht nur Geld ausgibt, sondern auch ein bisschen Geld einnimmt. Das ist zum einen geschehen durch 22 kleine Dividenden, die ich erhalten habe, die sich in der Summe aber dann zu 109,19 Euro zusammensummiert haben. Das sind die Dividenden, die ich in den letzten 4 Wochen erhalten habe. Sind natürlich alles Netto-Dividenden, die ich hier habe. Da sind die Steuern schon alle abgezogen. Und das ist wirklich das Geld, was ich dann auch auf dem Konto erhalten habe. Das habe ich natürlich auch alles dementsprechend hier in meine Spalte eingetragen. Insgesamt hat mein Depot schon 5.555 Euro an Dividenden generiert. Und im Jahr 2024 sind es mittlerweile jetzt auch schon 402,51 Euro. Daneben habe ich noch 143,26 Euro an Zinsen für mein, ich sag mal, brachliegendes Geld auf meinem Konto hier bei meinem Broker erhalten. Ja, das wird ja mit 4% verzinst und auch hier konnte ich ein paar extra Euros entgegennehmen. Ja, und dann habe ich noch bei 12 Positionen diese dann halt ein bisschen reduziert, wieder Teilgewinne mitgenommen, das, was ich ja gerade gesagt habe, wo ich dann später, wenn sich die Gelegenheit ergibt, zu tieferen Kursen, dass ich dann wieder meine Bestände wieder aufbaue. Und bei 12 Positionen habe ich jetzt in den letzten 4 Wochen dann auch mal Teilgewinne wieder mitgenommen. Sind natürlich oftmals keine großen Positionen, die ich hier verkaufe, weil die Positionen selber natürlich noch nicht riesig sind. Aber es, hat sich halt ergeben durch die starken Anstiege der letzten Wochen, Monate, dass wir Niveaus erreicht haben bei den Positionen, wo ich nicht mehr, mich wirklich wohlfühle und wo ich dann auch gerne mal ein paar Gewinne mitnehme, um halt den Cashbestand aufzubauen, um halt, in bisschen liegen gebliebenere Positionen halt zu investieren oder da, wo dann halt neue Tiefs generiert werden oder bei den Positionen, die dann halt damals verkauft worden sind und jetzt um einiges günstiger wieder zu haben sind. Handlungsfähigkeit will ich ja immer aufrechterhalten. Dementsprechend möchte ich ja gerade in dieser Phase, wo ich mit einer Korrektur rechne, ja mit einem hohen Cashbestand arbeiten. Und das mache ich natürlich auch dann teilweise damit, dass ich ja dann Teilgewinne mir sichere. Deswegen habe ich ja den Steuertopf schon aufgebaut, damit ich diese ganzen Teilgewinne auch steuerfrei erhalte. Und wie gesagt, das habe ich jetzt 12 Mal in den letzten 4 Wochen dann auch getan. Und somit habe ich dann insgesamt, auch wenn die einzelnen Verkäufe natürlich keine großen Summen sind, insgesamt aber 3.343 Euro insgesamt an Cash generieren können. Und ja, wenn man halt Positionen hat, wie zum Beispiel eine Applied Materials mit 152% plus oder Daimler Truck mit 76% plus, ja, dann oder Block 75% plus, dann kann man sich da durchaus auch mal bereit erklären, ein paar Gewinne, vor allem wenn sie ja steuerfrei sind, wie bei mir jetzt hier durch die Steuertöpfe, mal mitnehmen. Und ich hoffe natürlich, dass diese Positionen dann irgendwann wieder aufgestockt werden können, wenn die Kurse sich dann halt mal wieder ein bisschen nach unten orientieren. Hoffnung ist da, oft genug klappt es, habt ihr ja gesehen, diese Woche war es auch ein paar Mal der Fall gewesen hier. Und auch die letzten Wochen und Monate konnte ich ja bei so einigen Positionen dann meine Bestände im Nachhinein wieder aufstocken. Und das macht man natürlich dann ganz gerne, wenn man irgendwo 10%, 20%, 30% höher verkauft hat, dass man dann zu tieferen Kursen, wenn man natürlich weiter an die Erfolgsgeschichte der einzelnen Unternehmen glaubt, dann wieder natürlich günstiger dann die Bestände wieder reinnimmt. Ja, ich bin ja durchaus ein langfristiger Anleger, aber ich arbeite halt auch mit dem Volumen und vor allem dann, wenn ich meine, dass die Kurse ein bisschen zu heiß gelaufen sind, nehme ich gerne mal was mit. Das habe ich getan und konnte so dann dementsprechend einen Großteil von dem, was ich ausgegeben habe, also insgesamt waren es ja so gut 5.200 Euro, die habe ich dann halt teilweise reinvestiert oder refinanziert durch die 3.343 Euro, die ich durch die Verkäufe gemacht habe. Klar kamen noch die 143 Euro Zinsen dazu, dann noch die 109 Euro Dividenden und unterm Strich habe ich meinen Cashbestand, obwohl ich hier bei den ganzen Positionen nachlegen konnte, eigentlich nur um 1.600 Euro nach unten gedrückt. Mein Cashbestand ist dementsprechend weiterhin hoch. Ich habe weiter gute Handlungsmöglichkeiten und vor allem auch viele Möglichkeiten, falls mal doch eine Korrektur kommt. Und
Das ist ja dann auch mit ein Grund, weswegen ich dann ja auch hin und wieder mal auf den Verkaufsbutton drücke, dass ich nicht durch die, ich sag mal, Bearbeitung der einzelnen Positionen, die ich hier mache, relativ schnell dann halt, ich sag mal, mit meinem Cashbestand nach unten gedrückt werde und plötzlich dann, ja, gerade wenn halt mal was kommt in der Richtung Korrektur, dass ich dann nicht das ausnutzen kann, um dann wirklich bei schön tieferen Kursen nachzukaufen oder halt neu zu kaufen. Und das macht natürlich um einiges mehr Spaß, wenn man das natürlich zu viel, viel tieferen Kursen macht, als ja, wenn man das jetzt macht bei diesen hochstehenden Märkten und auch teilweise sehr, sehr, ich sag mal, ordentlichen Kursen, die man dann halt für manche Aktien bezahlen muss. Na, deswegen mache ich das lieber auf diese Art und Weise. Ich bin ja mit gut 81% investiert, dementsprechend ja, kriege ich ja jetzt auch keinen Heulkrampf, wenn die Märkte weiter nach oben laufen. Aber sollte der Markt mal wirklich mal Schwäche zeigen und ja, viele haben das, glaube ich, jetzt schon mittlerweile wieder vergessen, dass wir auch mal schwache Börsenmonate auch mal über längere Zeitpunkte sehen könnten. Und das will ich absolut nicht ausschließen, wenn wirklich mal die Zinsen nicht so gesenkt werden, die Inflation weiter hoch bleibt oder mal wirklich die Ausblicke sich so bestätigen, wie viele Firmen es schon andeuten, nämlich, dass sie schwächer werden, dass das Gewinnwachstum nicht mehr so, ja, weiter vorangetrieben wird, wie die Leute das annehmen, ja, dann kann durchaus mal eine große, breite, korrektive Phase mal gestartet werden. Und dann will ich natürlich ja, gerne diese Kurse dann auch aufnehmen, um mein Depot für die lange Anlagezeit, ja, Richtung oder für die Zeitausrichtung halt dann wirklich aufzubauen, final auch aufzubauen. Wie gesagt, solange ich jetzt die Beträge noch im Steuertopf habe, kann ich noch ein bisschen arbeiten, weil ich natürlich auch dann die Gewinne steuerfrei erhalte. Das wird dann nachher ein bisschen anders aussehen, wenn der Steuertopf mal irgendwann geplättet ist. Dann werde ich mir natürlich sehr gut überlegen, ob ich Gewinne mitnehme, weil ich ja dann ja, einen großen Teil der Gewinne durch die Steuern wieder verliere. Aber aktuell kann ich sehr gut machen und dementsprechend tue ich es und arbeite dann auch ein bisschen mit den Volumen. So, dann habe ich eigentlich alles soweit erzählt, warum ich halt weiter im Wartemodus bin und was ich die letzten Woche hier so getrieben habe. Auch wenn jetzt keine großen Videos gekommen sind, denken natürlich viele Leute, ich mache hier nichts. Doch, ich mache vieles. Ich informiere mich viel. Ich schaue mir viele Unternehmen auch an. Und ich schaue mir natürlich auch sehr viel mein Depot an und meine Position und agiere dann halt dort. Und ihr seht ja auch, dass ich in den letzten Wochen nicht nur brach rumgelegen habe und mich mit anderen Themen beschäftigt habe. Ich habe mich durchaus sehr intensiv auch weiter mit der Börse und meinem Depot beschäftigt, aber halt ja, keine Videos gemacht, weil die Zeit für Neuinvestitionen, egal ob im Trading-Bereich oder in neue Positionen für die langfristige Anlage, ist für mich aktuell nicht gekommen. Gründe habe ich ja ausgiebig heute gesagt. Und dementsprechend ist es so, wie es ist. Ich bin selber heiß darauf, mal wieder eine schöne, ja, ich sag mal, Phase zu erleben, wo man auch mal wieder ordentlicher zuschlagen kann. Aktuell freue ich mich natürlich auch, dass die Märkte weiter steigen und dementsprechend auch mein Depot weiter zulegen kann, auch wenn natürlich viele Unternehmen in meinem Depot drin sind, die jetzt diesen Hype nicht mitmachen. Aber das gibt natürlich mir auch die Hoffnung, wenn mal irgendwo eine andere Marktphase kommt oder auch mal wieder eine Branchenumschichtung erfolgt, dass ich natürlich da auch ordentlich profitieren kann, wenn halt dann mal die liegen gebliebenen Aktien, die jetzt eher defensiv sind, ein schön niedriges KGV haben, eine hohe Dividendenrendite haben, aber halt kurstechnisch nicht das widerspiegeln, was so manche Big-Tech-Werte oder auch andere Tech-Werte momentan zeigen. Dann wird aber vielleicht auch mal die Zeit gekommen sein, wo die Leute ein bisschen mehr wieder auch die defensiven Aktien in den Fokus rücken und die dann auch mal wieder zulegen könnten. Und das würde meinem Depot natürlich auch nicht schaden. Ich lasse mich auf jeden Fall weiter, ja, sehr gerne überraschen, was in der nächsten Zeit passiert. Ich bin auf alles vorbereitet, egal ob steigende oder sinkende Märkte. Und dementsprechend kann mich aktuell wenig schocken. Und dementsprechend habe ich halt die Zeit und Muße, einfach mal abzuwarten. Und ja, das mache ich aktuell. Na, muss ich wirklich so sagen, das ist momentan wirklich eine Phase, wo ich mal warten muss. Wie gesagt, ich hatte, glaube ich, im letzten Video das auch schon gesagt, ich hatte so eine Phase schon mal gehabt, das war vor 2,5 Jahren, da hatte ich auch mal so eine doch eher langweilige Börsenzeit erlebt, wo ich dann sagte, oh, weißt du was, dann mache ich mal hier den Kanal. Jetzt ist es wieder so, für mich ist momentan nicht die große Zeit zu investieren, zum Halten natürlich ja, schönen Aktienbestand will ich natürlich immer haben und auch ein Depot aufbauen, aber es ist momentan nicht die Phase da, um wirklich, ich sag mal, mit dem Restgeld in einem schnellen Maße hier zu investieren und sich eine Aktie nach der anderen jetzt ins Depot zu holen, auch gerade für den Trading-Bereich. Nicht nach dem, was wir die letzten Wochen und Monate hier gesehen haben im Aktienmarkt.
Und ich traue dem Braten nicht. Ich bleibe natürlich weiter investiert, weil ich natürlich auch weiter an weiter steigenden Märkten mit dran teilhaben möchte. Und auch es durchaus auch sein kann, dass die Märkte weiter nach oben gehen. Aber wenn mal irgendwas kommt und die Dividenden fließen ja bei meinem investierten Geld ja weiter, deswegen wird ja auch der Cashbestand durch die Dividenden noch ein bisschen aufgefüllt, werde ich dann irgendwann, wenn mal wirklich was kommt in der Richtung Korrektur, werde ich dann hier auch sitzen und sagen, so, und jetzt kann ich endlich wieder loslegen, jetzt kann ich endlich wieder investieren, mir neue Aktien suchen und Chancen suchen. Und das werde ich dann gerne auch wieder machen und dann wird es auch garantiert ein paar Videos wieder mehr geben. So, ansonsten zeige ich nochmal schnell die Aufteilung, aber da hat sich ja nichts geändert, weil ich ja nichts großartig hier gemacht habe. Deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt durch für heute. Wollen das Ding jetzt auch nicht so lange machen, sind ja jetzt durchaus auch schon 38 Minuten hier zugange. Und, oder, nicht ganz. So, ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich werde mich auf jeden Fall wieder melden, spätestens, wenn halt irgendwo sich großartig in meinem Depot was getan hat. Ansonsten werde ich regelmäßig natürlich Depot-Update-Videos machen. Und wenn sich natürlich irgendwo für mich die Möglichkeiten und Chancen ergeben, neue Positionen ins Depot zu holen, werde ich natürlich dementsprechend die Analyse-Videos auch wieder liefern. Ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch natürlich alles Gute und auch viel Spaß mit euren, ich hoffe, ebenfalls steigenden Depots. Ich meine, was soll man sich beschweren? Ne? Wenn die Märkte runterrauschen, sind alle traurig und depressiv, weil das Geld flöten geht, weil die Kurse sinken. Jetzt haben wir eine euphorische Phase, wo natürlich eigentlich die Glückshormone mehr durch den Körper schießen, weil einfach die Gewinne da sind und auch die Aktienkurse weiter steigen und die Depots weiter steigen. Aber wie gesagt, wir befinden uns mittlerweile, zumindest in meinen Augen, in so einer Phase, wo es eventuell auch mal kippen könnte. Und deswegen genießen wir es jetzt noch so lange, wie es nach oben geht. Denn wer weiß, wie lange das noch der Fall ist. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!